Der Schulmusiklehrer einer Schülerin von mir hat dieser Schülerin bei einer Prüfung, Klausur auf das Antwortblatt folgende Kommentare geschrieben: Zu unsorgfältig, um es abzugeben und zu erwarten, dass man so etwas Unanständiges korrigiert. Und das sollte Musik sein. Nimm dich die Geschichte dieser armen Schülerin wunder, ich werde sie dir nachher erzählen. Evelyn, so heißt die Schülerin, kam zu mir im Rahmen ihrer Ausbildung, kam also nicht ganz freiwillig. Sie hat mich um Unterstützung gebeten, ihr dabei zu helfen, dass sie die praktische, vor allem die praktische Prüfung in der Musik besteht. Gefordert war, dass sie 10 Songs spielen kann, gleichzeitig auch singen dazu. Typische Anforderung für Anfänger, sich beim Singen begleiten können. Und das im Rahmen einer Therapie, also mit jemandem, der in die Therapie kommt und dann macht sie mit dem Musik als therapeutischen Einsatz. Relativ schnell haben wir festgestellt, dass meine Schülerin Evelyn vom Talent her wirklich nicht sehr groß gesegnet war. Im Gegenteil, sie gehört wahrscheinlich zu den 5% der Leute, die am wenigsten Talent haben. Nun, man sieht das einfach, Rhythmus war nicht so ihr Ding, schwierig einen Rhythmus zu halten, einen Rhythmus zu klatschen. Es war noch viel, viel schwieriger zu singen, überhaupt einen Ton zu treffen. Am Anfang hat sie mir in den ersten 2, 3 Lektionen kaum einen Ton getroffen und auch nicht gut hören können, ob sie zu hoch, zu tief singt. Auch wenn sie massiv zu hoch gesungen hat, für sie klang alles irgendwie gleich von Intonation, also genau im Singen war keine Rede. Jetzt müssen wir uns mal das so durch den Kopf gehen lassen. Eine Schülerin, die nicht mal einen Ton nachsingen kann, der wird dann im Musikunterricht so eine Theorieprüfung gegeben, die in dem Sinn absolut sinnlos ist für diesen Mensch, weil was will sie damit machen? Sie wäre ja froh, sie könnte einen Song singen. Und wenn wir da von der Prüfung sprechen, ich kann euch auch mal zeigen, was so die Aufgaben waren. Notieren Sie übermäßige Dreiklänge. Auf Notenpapier natürlich, nicht? Bilden Sie auf jeder Stufe der C-Dur-Tonleiter einen Dreiklang. Ja, hat sie ja auch nicht ganz geschafft. Bestimmen die Stufen, auf denen Dur-Dreiklänge stehen und so weiter und so fort. Bestimmen Sie von jedem der angegebenen Dreiklänge die Stufe, auch wie Umkehrungen etc. etc. Verrückt, solche Aufgaben gibt man einer Schülerin, die nicht die geringste praktische Begabung hat. Sie könnte das wohl schon irgendwie schaffen, denke ich, aber es ist viel zu abstrakt. Es ist schon alles, was man hier sieht, ist schon Basic-Wissen eigentlich, so von der Musiktheorie gesehen ist das nichts Hochstehendes. Aber trotzdem wundere ich mich, wie starr dieses Schulsystem diese Leute anpackt, anstatt zu sagen: Schau mal, du kannst nichts dafür, dass du jetzt ein bisschen wenig Begabung hast oder vielleicht sehr wenig Begabung hast. Versuchen wir doch etwas zu machen, das irgendwie noch Spaß macht, auch Sinn macht, aber das macht absolut keinen Sinn. Und ein solcher Lehrer müsste ja diese Schülerin besonders unterstützen. Sie hat ja sowieso schon Probleme, wenn sie beim Singen keinen Ton trifft. Sie merkt auch, die anderen in der Klasse sind besser. Dann vielleicht hat sie ein bisschen Hemmungen und so weiter. Nicht ganz einfach. Und da müsste er doch die Schwachen eigentlich unterstützen. Und dann schreibt er eben solche Dinge, so etwas Unanständiges. Natürlich, vielleicht hätte sie es theoretisch besser lernen können, aber absolut sinnlos, weil was will sie damit anfangen, wenn sie in der Praxis nicht irgendwie einen Ton singen kann, der stimmt? Das wäre jetzt ein typisch schlechtes Beispiel eines Schullehrers, der sich irgendwie in den hohen Gefilden der Musik verirrt hat und dann die armen Unbegabten einfach runtermacht, statt diese mehr zu unterstützen. Die brauchen ja mehr Unterstützung und diesen Leuten auch nicht den letzten Spaß, den sie vielleicht noch an der Musik haben könnten, auch noch nehmen. Normalerweise solche Personen, die langen dann nie mehr an ein Instrument oder die versuchen nie mal wieder etwas oder manchmal 20, 40 Jahre später sogar, weil sie fast schon traumatisiert sind von ihren Schulmusiklehrern. Und das, wenn es dir auch so gehen sollte, dann weißt du, es liegt nicht unbedingt an dir, sondern die Lehrer haben auch so Frustrationsgrenzen manchmal. Ihr Job ist ja nicht so wichtig, Musik in der Schule, musisches Fach halt. Und die Frustration dann, dass vielleicht Leute sich nicht Mühe geben, die kann sich dann auch mal gegen die Falschen richten.
Ja, das war schon mein Beitrag zu praktischer Beitrag zu was ist ein schlechter Musiklehrer. Und so einen Lehrer triffst du ja nur in der Schule an. Wenn du privat so einen Lehrer antriffst, dann gehst du wieder und suchst dir einen besseren natürlich. Aber in der Schule können diese schlechten Lehrer sich das leider rausnehmen und machen, was sie wollen, weil sie halt diesen unkündbaren Job haben. Schade, ich hoffe, du leidest nicht unter einem solchen Lehrer, hast einen besseren Lehrer verdient und bye bye, hab einen schönen Tag.